Hallo alle, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich bin Kuchen für Lisa und zeige euch heute einen super einfachen und mega leckeren Schoko-Nusskuchen. Das geht super schnell, deswegen ist der Ofen schon am Vorheizen, deswegen hört ihr, glaube ich, dieses Rauschen im Hintergrund. Quatschen wir gleich nochmal drüber, auch das, was hier steht. Die Rezepte zu meinen Videos sind immer unten in der Infobox verlinkt, also da mal vorbeischauen. Und wenn ihr gerade unter das Video schaut, dann vergesst doch nicht, den roten Abonnieren-Button zu klicken und am besten noch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues von mir gibt. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren Leckereien mehr. Und jetzt geht's los. Das Erste, was ich gerade mache, ist, mir meine Form einmal auszufetten. Ich habe mir hier meine Butter ganz normal abgewogen, die ist auf Raumtemperatur. Da sind vielleicht so 5 Gramm mehr Butter, weil ich die jetzt eben zum Einfetten meiner Form hier benutze. Und damit da nicht nachher so eine ganze Ecke fehlt, wiege ich immer ein bisschen mehr ab. Ich fette das einmal grob ein, die Beschichtung, die ich hier auf meinen Formen drauf habe, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Die braucht eigentlich schon fast gar kein Fett, aber es ist irgendwie so ein Gewohnheitsding bei mir. Da gebe ich jetzt noch was von meinem Mehl dazu. Da ist auch so ein Esslöffel mehr abgewogen worden. Ich schucke mir das jetzt einmal hin und her und dann ist die Form auf jeden Fall schon vorbereitet für gleich. Ich lasse das Mehl gerade erstmal kurz da drin. Das kommt dann gleich da, der restliche Kram hier in die Schüssel. In der Schüssel passiert jetzt alles andere. Ich brauche für mein Rezept Buttermilch. Ich habe aber hier nur normale Milch, weil ich so Buttermilch nicht so oft da habe. Und jetzt so ein flotter Hack mal für euch, wenn ihr nur eine kleine Menge Buttermilch braucht, die so wie ich nie da habt, schnappt euch eine frische Zitrone und gebt einfach ein paar Tröpfchen davon in eure Milch. Und durch die Säure und die Enzyme, ich weiß auch nicht ganz genau, wie es funktioniert, ja, so stockt die Milch im Endeffekt und wird zu Buttermilch. Das ist jetzt hier kurz einen Moment stehen, da kommen wir gleich zu. Und vielleicht seht ihr gleich auch in der Kamera, dass die Textur so ein bisschen anders geworden ist. Los geht's. Weiche Butter, Zucker, Eier jetzt gleich kommen auch noch dazu. Die sind auf Raumtemperatur. Ich schlage mir das jetzt erstmal auf für ein paar Minuten und dann wandern die eins nach dem anderen dazu. Eier sind drin. Jetzt kommen wir zu den trockenen Zutaten. Und zwar habe ich hier Mehl, da kommt Backpulver, nicht Speisestärke, Backpulver, Natron und Salz dazu. Und dann vermenge ich das einmal grob und gebe das dann hier schon zu meiner restlichen Masse. Außerdem lasse ich dann, während ich die trockenen Zutaten hier unterrühre, auch schon mein Mehl einlaufen. Und dann haben wir den eigentlichen Teig soweit auch schon fertig. Gut, Chaos ist fabriziert, check. Jetzt kommen wir noch zu der Schoko- und in meinem Fall gemahlene Nüsse-Komponente, die hier noch steht. Einmal kurz Ordnung machen. Wie ist das bei euch? Macht ihr, wenn ihr backt und kocht, parallel dazu immer schon sauber oder macht ihr erstmal das, was ihr macht und macht am Ende Ordnung? Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil da wird im Kuchenfee-Haushalt immer ein bisschen diskutiert. Mein Mann ist so ein kleiner Tornado. Aber okay, hier ist noch das restliche Mehl. Was ich jetzt hier mache, ist einmal die Masse hier so ganz grob halbieren. In die eine Hälfte gebe ich dann mein Kakaopulver und in die andere Hälfte gebe ich meine gemahlenen Nüsse. Ihr könntet, wenn ihr es genau nehmen möchtet, auch einfach alles zusammen da reinschmeißen. Aber ich möchte, dass es optisch so ein bisschen mehr hat und trenne mir das deswegen. So, und das machen wir jetzt. Ungefähr.
Nüsse. Das mit den größeren Schüsseln und so. Irgendwann lerne ich das bestimmt. Hier der Kakao. Oh Mann. Hier machen wir es mit der Gummilippe. Und jetzt ab ins Förmchen. Ich mache das jetzt so ganz rustikal, so ein bisschen abwechselnd. Ihr könntet das auch super ordentlich nacheinander schichten oder, keine Ahnung, lebt euch da aus. Solange alles in der Form wandert, sind wir, glaube ich, gut dabei. Ich habe aktuell hier in der Backstube voll viel Alkohol rumstehen für mein neues Buch, was so Ende Herbst wieder rauskommt. Und habe jetzt hier so ein bisschen Haselnusslikör. Haselnussdestillat, ja, keine Ahnung. Ich freue mich immer, wenn ich sowas aufbrauche, weil ich das so eigentlich nicht häufig benutze. Aber für sowas hier, genau richtig. Und so wandert das jetzt in den vorgeheizten Ofen, bis das so richtig schön goldig ist. Wenn das durchgebacken ist, lasse ich das 10 Minuten in der Form auskühlen, stürze das dann auf ein Gitter und lasse es so komplett auskühlen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir uns wieder zum Glasieren. Wisst ihr, was mir passiert ist? In meiner Aufregung eben und Vorfreude auf diesen leckeren Kuchen, der mittlerweile abgekühlt ist, habe ich total vergessen, Community-Grüße an euch rauszuschicken. Die gehen heute an die Lydia mit großem A hinten. Danke für deine zahlreichen Kommentare. Freue ich mich immer mega drüber. Wenn du auch mal so von mir gegrüßt werden möchtest, wie die Lydia zum Beispiel, dann lass mir doch auch einen netten Kommentar da. So. Das lag mir am Herzen. Das ist mir eben eingefallen, als ich den Kuchen in den Ofen gepackt habe. Gut. Was habe ich gemacht? Gebacken, auskühlen lassen, während des Backens aber schon einmal abgedeckt, damit der obendrauf nicht so dunkel wird und einfach so ein bisschen goldig bleibt. Und was ich auch gemacht habe, ist nach dem Backen den tatsächlich so abgedeckt gelassen und noch ein Tuch drüber gelegt, damit der Kuchen nicht so stark ausdampft, sondern so richtig schön saftig bleibt. Wenn ihr im Hintergrund so Tippitappis hört, der Familienhund ist heute mit mir in der Backstube und hat gerade Durst. Mimi. Mimi! Hi! Das ist die Mia. Hi. Hi. Okay. Gut. Dann wisst ihr da Bescheid. Nach dem Backen habe ich es nicht aufs Gitter gestürzt, sondern so in der Form auskühlen lassen. Man ist durstig. Damit er eben nicht so ausdampft, sondern saftig bleibt. Und jetzt können wir den aber trotzdem schon mal aus der Form rausholen. Mit meinen super duper Formen bleibt auch nichts dran kleben. Wupp. Was ich jetzt machen wollte, ist einfach nur so richtig klassisch, wie ich finde, so richtig wie von Omi damals oder wird wahrscheinlich bis heute auch bei voll vielen von euch noch gemacht ist, einfach mit ein bisschen Kuchenglasur glasieren. Einfach ein bisschen Schoki drüber. Ich habe jetzt hier noch gemahlene Nüsse und gehackte Nüsse, geröstete, noch ein bisschen Deko und das war's dann im Endeffekt auch. Wenn ihr den Anschnitt sehen möchtet, dann bleibt noch kurz einen Moment dran. Ich entlasse mich jetzt hier schon mal aus dem Video, weil das Dekorieren kann man immer so schön im Video nochmal zelebrieren. Das mache ich. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!